der erste Videoblog aus der Davis Cup Woche hier am Flughafen in Frankfurt mit Florian Mayer. So, sag ganz kurz, wie geht's da? Mir geht's super, wir haben ja zusammen trainiert. Du bist auch, glaube ich, gut in Form, aber hat gut gepasst und jetzt freuen wir uns alle auf den Abflug. Du hast schon gesagt, wir haben auf Sampras trainiert. War wichtig, nochmal gerade auf Sampras zu trainieren. Wie denkst du jetzt mit der Temperaturumstellung? Ist nicht leicht, oder? Sicher nicht leicht, von Hitze auf Kälte, dann wieder von Kälte auf extreme Hitze. Aber ja, wir sind ja alle fit, gut trainiert und das werden wir schon packen. Irgendwas, worauf man sich besonders freut jetzt in Argentinien? Warst du in Argentinien? Ich war noch nie in Argentinien, noch nie in Südamerika. Ich bin gespannt. Ich höre, es gibt sehr gute Filetsteaks, was ich sehr gerne esse am Abend. Und da freue ich mich drauf. Super, Flo, dann wünsche ich dir alles Gute. Lass mal den Blog weiterlaufen, weil wir machen gleich mit Tobi weiter. Tobi, komm, auf geht's. Ganz spontan. Super vorbereitet. Erste Frage, wie geht's mit der Schulter? Wieder sehr gut. Ich habe mich direkt behandeln lassen, als ich wieder da war in Hamburg und habe jetzt die letzten 3 Tage schon völlig schmerzfrei trainieren können. Hattest du die Möglichkeit auch auf Sandplatz schon zu spielen oder hast du jetzt auf Pappes? Nee, ich habe in der Sandhalle trainiert in Hamburg auch mit Julian zusammen. Er fliegt jetzt am kommenden Dienstag auch nach Südamerika, um da die 4 großen Turniere zu spielen. Das hat gut gepasst und dann konnten wir ein bisschen ausarbeiten. Super. Und zum ersten Mal Davis Cup. Hast du dich riesig gefreut, das habe ich mitbekommen in Melbourne und bist gewappelt jetzt. Total gefreut und ja, jetzt geht's hier gleich los, darauf freue ich mich noch mehr und bin gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ich hoffe, wir haben da eine gute Woche und viel Spaß und Erfolg. Der Kohli schüttelt schon den Kopf hier. Wir stellen ihm auch keine Fragen, wir zeigen nur, dass er die Streif gut überstanden hat. Kohli, gestern auf der Streif gefahren, ganz kurz ein paar Worte, wie war's? Ach, war das jetzt keine Frage, ja. ja, war natürlich gut. Würde mal sagen, die schwierigen Passagen haben wir ja weggelassen, sonst würde ich nicht hier sitzen, aber war schon toll, da im Starterhäuschen zu stehen und ja, mal runterzuschauen, was die Profis da sich ja antun, würde ich mal sagen. Super, Kohli, vielen Dank, wir stellen dich nicht länger. Danke. Ganz kurz, Dustin ist auch von der Sicherheitskontrolle eingetroffen. Dustin, wie geht's? Alles bestens? Jetzt wieder alles gut, ja. Hast du auch schon trainiert auf Sand, oder? Ja, gestern, mit dem Raller. Mit Raller? Ja, war sehr gut. Sehr gut, willst du noch irgendwie grüßen, oder? Alle meine Twitter-Follower, bitte. Also das war der erste Block hier direkt vom Flughafen. Sobald wir in Buenos Aires gelandet sind, melden wir uns wieder und viel Spaß.